jetzt in der Klinik am Südring. In Nordrhein-Westfalen gibt es rund 400 Krankenhäuser und damit mehr als in jedem anderen Bundesland. In den Kliniken stehen den Patienten 120.000 Betten zur Verfügung. Das Team der Frühschicht ist bereits im Einsatz, als ein blutverschmierter Mann in die Notaufnahme gebracht wird. Kleiner Schwächeunfall und ihr macht Panik. Das ist überhaupt nicht notwendig. Hallo. Kannst du stehen? Ich kann stehen, es geht mir gut. Ich hole gleich meine Schwester. Ich habe einen kleinen Schwächeanfall und die Jungs machen Panik. Das ist überhaupt nicht notwendig. Sie bluten. Schwester Gisela holt sofort Unterstützung. Für sie ist auf den ersten Blick klar, dass die Situation ernst ist. Es geht mir eigentlich sehr gut. Ich möchte nach Hause. Ich muss hier gar nicht sein. Es geht ihm nicht sehr gut. Ich muss noch mal kurz mich einklinken. Also, wir waren dabei gewesen. Wir waren Ersthelfer. Ich bin auch gleichzeitig ausgebildeter Rettungssanitäter. Mhm. Also, Folgendes ist passiert. Er war beim Klettern, hat eine Pause gemacht und hat dann angefangen, wurde ohnmächtig und hat angefangen, stark zu krampfen, Augen in den Kopf verdreht. Also, das ist alle Anzeichen für einen epileptischen Anfall. Das ist absolut nicht wahr. War ungefähr eine Minute. Das ist absolut nicht wahr. Beruhigen Sie sich jetzt erstmal. Obwohl dieser schlimme Verdacht im Raum steht, will sich der Kletterer nicht untersuchen lassen. Ärztin Debbie Fischer übernimmt den Patienten. Ich habe eine große Klettertour, habe mich ein bisschen verausgabt und dann ist mir halt schwarz vor Augen geworden. Und habe einen kleinen Kreisel im Kopf gekriegt und das war es auch schon. Und dafür wird die Hose nass. Das kam noch dazu. Ich war noch kalt vor Schwäche, aber ich packe Tüpfchen gelassen. Lutz Held, schönen guten Tag. Wir waren alle zusammen klettern. Also ja. Ist nicht ganz so, wie er das beschreibt. Er ist also nach einer langen Kletterpartie, wir sind 2 Stunden klettern gewesen. Ja. Er hat zum Schluss eine relativ schwierige Route geklettert. Ja. Auch super gemacht, ja. Okay. Wir sind Free Climber, also komplett ohne Sicherung. Ah. Das hat aber alles super gemacht, das war kein Problem. Dann ja. Hat er sich unten hingesetzt, Pause gemacht, was getrunken. Ja. Und auf einmal haben wir mitgekriegt, wie er umgefallen ist. Ohnmächtig und angefangen stark zu krampfen. Das ist doch überhaupt nicht wahr. Das ist das, was er gesehen hat. Er hat sich eingenässt halt. Für mich macht das überhaupt keinen Sinn. Weil es ist mir nicht zugestoßen, was er gerade erzählt. In die Notaufnahme kam in Begleitung von 2 Freunden ein junger Mann. Auffällig war der blutverschmierte Mund. Und dass der Patient eine nasse Hose hatte, wahrscheinlich eingenässt. Insofern müssen wir immer davon ausgehen, dass er weiter untersucht werden muss. Die Freunde des Patienten berichteten, dass der Patient selber gekrampft hat. Zum Glück war einer der begleitenden Freunde auch noch Krankenpfleger, konnte das also auch sehr gut beurteilen. Widerwillig stimmt der Patient der Untersuchung zu. Doch auch im Behandlungszimmer sucht er nach immer wieder neuen Erklärungen für seinen bedenklichen Zustand. Meiner Meinung nach ist absolut nichts passiert, da ich ganze letzte Woche und auch die vorletzte machen wir Vorbereitungen für eine Klettertour in der Türkei. Und da habe ich halt wenig geschlafen, wenig gegessen und die Vorbereitungen machen einen fertig. Ja, und heute nach der Tour... Keine Erkrankung. Nach der Tour ist haben mir einfach Sie nur ein bisschen... Mal genommen? Keine Drogen, ich habe absolut damit nichts zu tun, ich bin ein Sportler. Gut. Ich mache die ganze Zeit halt... Jetzt ist es ein bisschen Vorausgabe, da ich ja viel planen muss und halt jetzt habe ich eine große Strecke geklettert und danach wurde mir ein bisschen schwindelig. Aber das kenne ich ja. Ich habe das jetzt verstanden. Sie haben das jetzt sehr oft gesagt, ja. Aber das Problem ist, dass das und das, das spricht für was anderes. Das ist nicht nur mal eben, ich habe mich verausgabt. Das spricht für einen Krampfanfall, ja. Sie haben mir gesagt, Sie machen Free Climbing. Richtig, ja. Ohne Sicherung, richtig? Mit maximalen Helm dabei. Sie haben Schwein gehabt, dass das Ihnen passiert ist, als Sie schon damit fertig waren. Ja. Weil Sie haben ja gesagt, das war eine schwierigere Tour. Ja. Das heißt, deshalb, wenn Sie da runterfallen... Deshalb, ich habe die Tour gemeistert und danach war ich halt ein bisschen erschöpft. Nee, Junge. Das hier ist was anderes. Das ist nicht erschöpft. Das wollen wir erst mal sehen. Und das ist gefährlich. In der Regel ist es so, dass Patienten, die die Notaufnahme aufsuchen, auch tatsächlich behandelt werden möchten. Natürlich, wie in diesem Fall, wo er eigentlich gar nicht kommen wollte und die Freundin überredet haben, war es so, dass der Patient eigentlich nicht seinem Willen folgend kam. Und bei diesem Patienten ist es dann schon mal ab und zu vorhanden, dass sie dann auch nicht bleiben wollen. Wichtig ist, dass man alle Puzzleteile zusammenträgt und dem Patienten klar macht, was passiert sein könnte. In diesem Fall sind wir von einem Krampfanfall ausgegangen. Um diese Vermutung zu bestätigen, sind weitere Untersuchungen notwendig. Die Freunde haben in der Zwischenzeit die Ehefrau des Patienten informiert, die jetzt mit ihrer gemeinsamen Tochter in der Notaufnahme ankommt. Nehmen Sie noch mal einen Moment. Was machst du denn hier? Wer hat dich angerufen? Der Lutz, du bist umgefallen. Ja, super, noch mehr Panik. Was ist los? Alles ist gut, Maus. Ich habe einen kleinen Schwächeanfall und wir werden auf jeden Fall gleich nach Hause gehen.
ich habe mich gleich in die Zunge gebissen. Darf ich mich mal kurz da einmischen? Also was ich schon ganz nett fände ist, guten Tag, mein Name ist Fischer, ich bin die Dienstwagende Ärztin. Wir können gleich noch was, mach dir keine Sorgen. Nachdem die Ehefrau erfahren hat, wie schlecht es ihrem Mann geht, unterstützt sie die Maßnahme von Debbie Fischer. Schatz, bitte, lass dich einmal untersuchen. Du hast nächste Woche was ganz... Die wollen mich für 24 Stunden hier behalten. 24 Stunden? Bevor irgendwas passiert, dann lass dich doch wenigstens ein bisschen untersuchen. Denk nicht nur an dich, denk auch mal an uns, ja? Okay? Bitte. Bitte. Angenommen, ich bleib hier. Morgen sind wir hier raus. Morgen sind wir raus und nächste Woche machen wir auf jeden Fall diese Türkei-Tour. Schatz, du lässt dich durchchecken und dann kannst du auch nächste Woche deine Tour machen, wenn alles okay ist. Aber lass dich bitte erstmal durchchecken, okay? Okay, Susi, ich mach das nur für uns. Die Ärzte ordnen verschiedene Untersuchungen an, um herauszufinden, an welcher Erkrankung der Mann leidet. Noch ahnt niemand, dass es bereits wenige Minuten später zu lebensbedrohlichen Komplikationen kommen wird. Du bist ganz schön aufgeregt. Natürlich bin ich aufgeregt. Ich will nach Hause. Ich habe das schon gestern gesagt. Ich habe ihm gerade abgeraten, dass er wenigstens die Visite mit Frau Dr. Fischer abwartet, um die Das Ergebnisse dauert wieder drei Stunden. Eine halbe Stunde höchstens. Du hast mir gesagt, das ist alles okay. Und ihr habt mir gesagt gestern, dass wenn ich hier in 24 Stunden bleibe, die ganze Nacht, den ganzen Morgen, nichts passiert, dass wir gehen. Aber es ist nichts passiert. Die ganze Nacht ist gut gegangen. Kommen Sie Frühstück zu Wort bei ihm zu Hause? Nein. Schatz, hörst du mir bitte einmal kurz zu? Schon gestern bitte, hör mir kurz zu, ja? Du hast gesagt, du lässt dich untersuchen. Jetzt hat die Ärztin aber noch nicht mit dir gesprochen oder sonst irgendwas. Woher sollen wir denn wissen, ob alles okay ist? Ja, wenn das schlimm wird, dann wären die schon um 8 Uhr morgens hier. Und nicht aber, jetzt aber erst. Du kannst oder heute sagen, Abend. Ich gehe jetzt gleich die Ärztin suchen und frag die. Ich komme mit ihr. So lange kannst du noch kurz warten. Ich habe dir ein Sudoku mitgebracht. Ja? Wow, zumindest muss ich nicht warten. Ja, dann kann bin ich ja heilfroh, dass Sie jetzt gekommen sind. Als die Ehefrau gemeinsam mit der Krankenschwester auf die Suche nach Debbie Fischer geht, überschlagen sich plötzlich die Ereignisse. Der Bettnachbar des Patienten wird Zeuge eines erneuten Krampfanfalls. Es besteht akute Lebensgefahr. Hol mir den Notfallwagen. Ja. Hol mir sofort den Notfallwagen. Ich brauche Diazepam 10 Milligramm und zwar jetzt. Zieh mir das eben auf. Das ist das Erste, ja? Moment, gucke ich erst mal, wie es ist. Debbie Fischer spritzt Medikamente, um die Verkrampfung zu lösen. Gib mir das Kissen, Kopfkissen bitte. Ach du Scheiße. Ja. So, na junger Mann. Ah, da kommt er ja. Da kommt er ja. Mann. Na, hallo. Tag. So sieht also ein Mann aus, der schon nach Hause will, wa? Na, wissen Sie, was passiert ist? Haben Sie was gesehen? Ja, er saß hier auf dem Bett und fing da an, mit seinem Sudoku zu arbeiten und auf einmal... Mit seinem was? Meinem Sudoku. So, ach, Sudoku, dieses, das ist so ein Kreuzwort-Ding. Intelligenzspiel, ja. Geht mir gut. Und ja, das sehe ich. Die Augen verdreht. Die Augen verdreht und zuck, dann ist er runtergefallen. Ja, super. Das ist Heft ständig in der Hand. Tut ihm was weh? Kann gar nicht schnell reagieren. Tut ihm was weh? Nein, alles gut. Nein, alles gut, okay. Jetzt muss auch der Kletterer zugeben, dass er eine ernsthafte Erkrankung hat. Woher die Krampfanfälle kommen, stellt Debbie Fischer im anschließenden Gespräch fest. Wir haben ja jetzt schon Untersuchungen gemacht. Sie haben Gott sei Dank keinen Tumor, da bin ich ja schon mal ganz froh. Das EEG, da waren wir noch nicht so sicher, deswegen wollten wir die andere Untersuchung noch machen, wo wir das ein bisschen provozieren können. Aber Sie haben mir ja den klassischen Anfall hier hingelegt. Damit ist nicht zu spaßen. Sie wollen Free Climbing machen? Wissen Sie was, Sie machen den Adler. Schatz, du hast vor einem halben Jahr das mit der Lawine gerade eben überstanden. Lawine. Du bist fast erstickt und jetzt willst du schon wieder, du lässt dich jetzt erstmal untersuchen und sonst gehst du nirgendwo hin. Und das ist jetzt mein Ernst. Sie können sich nicht vorstellen, was das für mich bedeutet, zu klettern, zu Berg zu steigen. Sie können sich nicht vorstellen, was mir gerade alles aus dem Gesicht fällt. Was habe ich gerade gehört? Sagen Sie mal, junger Mann, wie alt sind Sie? Da wurde ich von einer Lawine verschüttet. Das hatte nichts mit Epilepsie zu tun oder mit irgendwelchen Anfällen. Du bist fast gestorben. Ja, aber das war nicht das Gleiche. Das war auf jeden Fall nicht ein Anfall. Ich hatte Luftnot, das war alles. Man hat mich rausgeholt und es ging mir wieder gut. Bis heute ging es mir auf jeden Fall taco. Also, jetzt noch mal ganz langsam. Lawine verschüttet. Das waren Sie damals bewusstlos? Er wurde von Schneemassen überdeckt und hat längere Zeit keinen Sauerstoff mehr bekommen. Wurden Sie reanimiert? Wissen Sie das? Hat da jemand was erzählt? Ich kann mich nicht daran erinnern. Ja, das wäre ein bisschen schwierig, das gebe ich zu. Haben Sie was gehört? Ja.
Also Sauerstoffmangel in Verbindung. Ja. Das Gehirn versucht, sich selber zu reparieren. Mhm. Ja? Und dann passiert sowas. Dann haben Sie genau dieses Problem. Dann brauchen wir nur noch irgendeinen Auslöser. Und wenn Sie da sagen, der hat das nach dem Sudoku gemacht, dann macht das auch Sinn. Aber stopp, junger Mann, da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die das auslösen können. Und bevor Sie das nicht haben, spielen Sie mit Ihrem Leben. Ich rede nicht Chinesisch, oder? Nein. Sie können mich hören. Chinesisch, aber ich möchte jetzt nach Hause. Ja. Du gehst nirgendwo hin. Zum Glück hat die Frau uns erzählen können, dass vor einem halben Jahr dieser Patient auch einen Unfall hatte, bei dem er von einer Lawine verschüttet wurde. Er hat damals einen starken Sauerstoffmangel erlitten. Und das ist eine Ursache, die dazu führen kann, dass Krampfanfälle auftreten können. Und zwar versucht das Gehirn, sich selber zu reparieren, diesen Schaden, der da entstanden ist. Und da sind manchmal Querverbindungen im Gehirn, die da eigentlich nicht hingehören. Und wenn wir dann noch einen Auslöser haben, in diesem Fall das Sudoku, dann kann es sein, dass diese Patienten Krampfanfälle bekommen. Debbie Fischer vermutet, dass der Patient unter einer sogenannten Reflexepilepsie leidet. Um das zu bestätigen, will die Ärztin mit Hilfe verschiedener Tests einen Anfall bei dem Patienten provozieren. 2, 7, 5, 3. Und kennen Sie das auch? Das kenne ich sehr gut. Aha, guck mal an. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ja. Ja, für Sie von mir. Fangen Sie mal an, ich will mal was sehen. Geht schon gut. Reicht mir. Ja. Tja, es ging ja schnell. Oh. Na, junger Mann, wieder da? War ich nicht die ganze Zeit hier? Nein. Wir haben tatsächlich einen Auslöser gefunden. Sudokus bewirken bei Ihnen tatsächlich Krampfanfälle. Und das hat natürlich mit dem Unfall zu tun, damals, wo Sie den Sauerstoffmangel hatten. Und wenn Sie sich dann anstrengen, dann ist das ein möglicher Trigger mit diesen Sudokus. Aber wir wissen nicht, was es sonst noch an Triggern gibt. Der Patient versteht nicht, dass das Sudoku-Rätsellösen nur ein Auslöser von vielen ist. Unbeirrt plant er bereits eine Stunde später die höchst gefährliche Klettertour mit seinem Freund. Ärztin Debbie Fischer kann nicht glauben, was sie sieht. Was verstehen Sie nicht an? Sie können sterben. Wissen Sie, was tot ist? Frau Doktor, ich verstehe das. Nein, ich werde mich einfach ein bisschen von den Sudokus und von diesen komischen räumlichen Denken, werde ich mich ein bisschen fernhalten. Und dann werde ich meine Bergtour durchziehen. Sie haben doch den Film gesehen. Wir haben diesen Provokationstest gemacht. Ich kann das nicht. Sie haben wunderschön gekrampft, ja. Wie aus dem Lehrbuch. Und jetzt gehen Sie hin und sagen hier. Hallo. Stirbt. Süße, Papa wird schon nicht sterben. Mach dir mal keine Sorgen. Schau mich mal an. Papa wird nicht sterben. Papa wird einfach keine Sudokus mehr machen, vielleicht. Ja, und ein bisschen bergsteigen. Wir müssen reden. Das hat keinen Zweck. Bei diesem Patienten war eine extreme Uneinsichtigkeit. Gott sei Dank konnten sowohl die Ehefrau als auch die kleine 8-jährige Tochter ihn emotional überzeugen, doch dafür zu sorgen, dass es abgeklärt werden muss. Ansonsten wären uns die Hände gebunden gewesen und ich glaube nicht, dass er seinen Urlaub überlebt hätte. Nachdem Debbie Fischer dem jungen Mann ins Gewissen geredet hat, ist er zur Vernunft gekommen. Der Sportler verzichtet aus Liebe zu seiner Familie in Zukunft auf die Klettertouren. Seitdem er regelmäßig Medikamente nimmt, sind keine Anfälle mehr aufgetreten.